willkommen in meinem Nähzimmer zu Käthes Nähstunde. Sicher haben die meisten von euch zu Hause auch noch solche Holzkleiderbügel, die man irgendwann umhäkelt hat. Von der Sorte habe ich auch noch mehrere und ich finde sie sehr schön und praktisch. Aber man hat ja zwischendurch auch immer wieder mal diese schwarzen Kunststoffkleiderbügel und die sehen ja nun nicht so schön aus und da habe ich mir überlegt, man müsste doch mal versuchen, solche Kleiderbügel mit etwas Stoff zu verhüllen. Deshalb habe ich mir mal so einen Kleiderbügel genommen und habe mal versucht, den mit Stoff zu überziehen. Und wie ich solche Kleiderbügel mit Stoff überziehe, das möchte ich euch in meinem heutigen Video zeigen. Für dieses Projekt braucht man natürlich Kleiderbügel, einen oder mehrere, je nachdem, wie viele man beziehen möchte. Dann braucht man Stoff und dann habe ich hier noch so Reste von Baumwoll-Thermoflies. Die sind vom Quilten übrig geblieben. Die werde ich um den Kleiderbügel wickeln, ein bisschen mit Heißkleber festkleben, damit das Ganze hält. Und dann brauche ich noch ein Blatt Papier, um das Schnittmuster aufzuzeichnen, einen Stift und ein bisschen Füllwatte, um das Ganze dann noch etwas auszupolstern. Ich beginne damit, dass ich zuerst einmal den Kleiderbügel nachzeichne, damit ich dann weiß später, wie viel Stoff ich zuschneiden muss. Ich habe hier so alte Blätter, das sind Rechnungen und die Rückseiten sind ja dann oft weiß, da kann man dann gut drauf zeichnen. Also zuerst einmal habe ich mir den Kleiderbügel so nachgezeichnet. Und man muss darauf achten, wenn man das auf Papier überträgt, dass außen drumherum überall 2 cm Platz sind. Also hier sieht man es ja, sind 2 cm und hier müssen auch überall 2 cm Platz sein. Einmal zeichnen, dann hier oben eine Markierung machen, da wo dieser Bügel ist, damit man weiß, wo die Mitte ist. Und dann muss man das Ganze mit 2 cm, wie heißt es, Nahtzugabe vergrößern. Wer jetzt geschickt ist, kann sich das einfach so drumherum zeichnen. Ich kann das nicht, ich kriege das nicht hin. Deshalb habe ich einfach mein altes Lineal genommen und habe das hier überall angelegt und dann immer so gemessen, 2 cm von dieser Linie nach hier, habe ich dann rundherum so 2 cm eingezeichnet und habe das Ganze dann hinterher wieder mit einem Stift verbunden, so dass ich dann weiß, wie groß das Schnittmuster sein muss, dass ich mir dann aus dem Papier ausschneiden kann. Jetzt habe ich also im Abstand von 2 cm ringsherum meine Markierungen gesetzt und jetzt kann ich die Markierungen so nachzeichnen und weiß dann, wie groß das Schnittmuster sein muss. Und nachdem ich das dann so rundherum nachgezeichnet habe, schneide ich mir das Ganze einmal aus. Und zwar nicht mit der Stoffschere, die wird stumpf, wenn man Papier schneidet, sondern ich nehme eine alte Bastelschere, um das hier auszuschneiden. Jetzt habe ich mir das Schnittmuster mit meiner Bastelschere ausgeschnitten und habe nochmal hier oben nachgezeichnet, hier wo der kleine Haken ist, weil da muss ich nachher eine kleine Lücke lassen, sonst kann ich den Stoff später nicht über den Bügel ziehen. Also Muster ist zugeschnitten, dann nehme ich meinen Stoff, lege den doppelt und zwar rechts auf rechts. Rechts auf rechts legen den Stoff. Und dann kann ich mein Schnittmuster da drauf legen. Und zwar lege ich das nicht einfach in die Mitte und nähe dann, weil dann habe ich ja hier viel zu viel Verschnitt, sondern ich gucke, wie weit ich jetzt nach hier gehen kann oder hier nach oben, damit ich möglichst also nicht so viel Verschnitt habe. Dann kann ich mir das hier aufstecken. Und dann einmal drumherum zeichnen. Das mache ich in diesem Fall einfach mit dem Kugelschreiber, weil ich den Kleiderbügel eh nie waschen werde. Da ist das egal. Da male ich dann jetzt einmal so mit dem
Kugelschreiber drumherum. Also wenn ich jetzt eine Bluse nähen würde oder ein Kleid, dann würde ich das nicht mit dem Kuli machen. Da hätte ich dann Angst, dass da hinterher, wenn ich das Kleidungsstück wasche, irgendwas verfärbt. Aber hier mit dem Kleiderbügel ist das egal. Also einmal drumherum zeichnen. Und dann kann ich das Papier wieder abziehen. Hab dann hier mein Schnittmuster aufgezeichnet. Mach mir hier in der Mitte nochmal wieder eine Markierung hin, dass ich weiß, hier muss ich das nachher offen lassen. Und damit mir bei der Nähmaschine das Ganze nicht verrutscht, stecke ich hier einfach zwei, drei Nadeln rein. Und dann gehe ich zur Nähmaschine und nähe das Ganze nach. Und zwar fange ich hier oben an mit Verriegeln. Also ich nähe ein paar Stiche, nähe wieder zurück und habe es dadurch verriegelt. Und nähe dann einmal hier bis hier unten zum Bogen. Aber ich nähe nur bis zum halben Bogen. Auf dieser Seite mache ich das genauso. Hier oben wieder darauf achten, dass das bisschen da offen bleibt, mit Verriegeln anfangen und dann nähe ich bis hier mit der Maschine, aber nur hier bis zum Bogen. Wenn man das ganz bis hier rum näht, dann kriegt man den Stoff nachher nicht über den Kleiderbügel gezogen. Also nur diese Seite nähen, hier unten so ungefähr bis zur Hälfte vom Bogen. Und zwar nähe ich genau auf der Linie, die ich hier eingezeichnet habe. Und wenn ich das Ganze dann genäht habe, dann schneide ich das hier schmal zurück. Und zwar hier schneide ich schmal zurück bis hier unten, bis da, wo ich genäht habe, auf dieser Seite auch. Hier unten bis da, wo ich genäht habe, schmal zurückschneiden. Und dieses hier, das bleibt ja erst offen, damit man den Bezug auf den Kleiderbügel ziehen kann. Das muss man nachher mit der Hand zunähen. Da lasse ich ein bisschen mehr Stoff übrig. Also da könnt ihr ruhig 1,5 cm überlassen, da nicht so schmal zurückschneiden. Sonst kann man das nachher nicht so gut zunähen. Also gehe ich jetzt erstmal zur Nähmaschine und nähe das bis hier, bis zum Bogen und auf dieser Seite auch mit einem kleinen geraden Stich. Ich nehme eine kleine Stichlänge, Stichlänge 2,5, dann kann ich nämlich hier so schön die Rundungen auch nähen. So, jetzt habe ich das genäht, wie ich das gerade gesagt habe, kann die Stecknadeln rausnehmen. Und damit man das im Video jetzt etwas besser sieht, lege ich nochmal mein Papierschnittmuster auf. Das heißt, ich werde das auch mal eben ein bisschen feststecken, damit ich euch nochmal eben zeigen kann, wie das Ganze jetzt zurückgeschnitten wird. Also das habe ich jetzt nur mal aufgesteckt, damit man das im Video besser sieht. Jetzt kann ich also meine Stoffschere nehmen und kann das hier zurückschneiden. Hier unten bis zur Mitte habe ich genäht. Also da kann ich schmal zurückschneiden. Ihr könnt auch eine Zackenschere nehmen, wenn ihr wollt. Und dann hier bis nach oben jetzt diese Seite schmal zurückschneiden. Hier oben, wo die kleine Öffnung bleiben muss für den Haken vom Kleiderbügel, da wieder schön großzügig zurückschneiden. Und dann hier wieder knappkantig zurückschneiden. Bis hier zur Rundung. Da habe ich ja wieder bis zur Hälfte genäht. Da schneide ich das jetzt so knapp zurück. Und hier unten ist das ja noch nicht genäht, da muss das offen bleiben, das wird dann mit der Hand zugenäht. Da schneide ich jetzt auch zurück und zwar lasse ich da so einen guten Zentimeter Stoff stehen. Dann kann man das nachher besser zunähen. So habe ich das jetzt also zurückgeschnitten. Jetzt nehme ich mal mein Schnittmuster wieder runter und komme nochmal hier oben auf diese kleine Stelle, wo der
bewusste silberne Haken nachher durchgesteckt wird. Hier, da habe ich ja in der Mitte ein paar Stiche nicht genäht. Da habe ich ja auch ein bisschen mehr Stoff stehen gelassen. Den falte ich jetzt so um auf beiden Seiten. Und dann nehme ich einen ganz kleinen Rest Flisofix oder Saumfix, was ihr so da habt, und bügel das hier unten ein bisschen an auf beiden Seiten. Dann kommt da nachher, wenn man den Stoff auf den Kleiderbügel gespannt hat, auch kein Stoff irgendwie wieder hoch, sondern dann hat man das hier oben schön sauber. Also einfach ein bisschen Flisofix nehmen oder Saumfix, hier runter bügeln auf beiden Seiten, so umfalten. Dann hat man das schön sauber oben. Achso, hier kann man es jetzt gar nicht mehr sehen. Da habe ich ja noch die Blümchen drauf geklebt. Aber hier um diese Stelle geht das, dass das dann schön sauber ist. Jetzt habe ich das hier oben einfach so ein bisschen festgebügelt, damit die Öffnung hier schön sauber ist. Und jetzt kann ich den ganzen Bezug einfach wenden und nochmal überbügeln. Und dann kann ich ihn erst einmal zur Seite legen und mir den Kleiderbügel vorbereiten. Also so ungefähr sieht das Ganze jetzt aus. Das werde ich noch ein bisschen bügeln und dann bereite ich mir erst den Kleiderbügel vor. Dazu habe ich ja hier noch so gesammelte Werke vom Quilten, wie ich schon gesagt hatte, und die klebe ich jetzt einfach auf den Kleiderbügel, und zwar immer eine Lage, und dann fange ich wieder von vorne an und mache also weiter oder eine zweite Lage drüber. Also einfach so umwickeln. Jetzt hängt das hier ja alles noch schön zusammen. Also einfach so drum wickeln, bis man den Kleiderbügel so ein paar Mal bewickelt hat. Zwischendurch klebe ich das dann nochmal wieder ein bisschen fest, aber so einfach den Kleiderbügel mit den Resten, die man so hat, bewickeln. Wenn ihr gerade nicht so Vliesreste überhaupt, könnt ihr vielleicht auch ein altes T-Shirt zerschneiden und das da rumwickeln, oder was man sonst so hat, irgendwie so alte Kleidung, die man zerschnibbeln möchte. Aber mit dem Vlies hier, glaube ich, geht das am besten, weil das so schön gleichmäßig ist. Also ich habe das mit alter Kleidung jetzt aber auch nicht ausprobiert, weil ich ja diese Reste noch hatte. Die wickele ich jetzt einfach hier alle drum, klebe die ab und zu mal fest, sodass der Bügel dann ein bisschen gepolstert ist. So, jetzt habe ich den Kleiderbügel bewickelt mit den Resten, die ich noch hatte. Ich habe mal mitgezählt, ich habe 5-mal drumherum gewickelt bei diesem Kleiderbügel, weiß ich gar nicht mehr, wie oft ich da gewickelt habe, aber jedenfalls so, dass der schön, ja, wie soll ich sagen, dass er gut gepolstert ist. Jetzt kann ich den Bezug hier drüber machen. Hier oben ist ja das kleine Löchlein, das ich jetzt, wo die Kamera läuft, ja wahrscheinlich nicht so schnell finde. Da ist es. Da den Stoff so, also den Bügel durchstecken, und dann kann man den Stoff so zur Seite auf den Kleiderbügel ziehen. Dann habe ich die anderen Kleiderbügel, die beiden, die ich schon mal so zur Probe genäht habe. Dieser ist noch etwas größer, also dieser und den ich heute nähe, die sind etwas kleiner. Die habe ich noch ein bisschen mit dieser Watte ausgepolstert. Also einfach hier unten bei den Rundungen noch etwas Watte reingesteckt. Und überall, wo ich so meinte, dass noch ein bisschen Polsterung fehlt, habe ich dann so ein bisschen von der Watte noch eingesteckt. Also den ganzen Kleiderbügel noch mal ein bisschen nachgucken und ein bisschen auspolstern. Und wenn man das dann so weit ausgepolstert hat,
Dann habe ich mir doppeltes Nähgarn in die Nähnadel eingefädelt und habe das hier unten mit dem Leiterstich zugenäht. Ich habe mir das nicht gesteckt und auch nichts eingeschnitten, obwohl das hier unten ja so ein bisschen rund geschnitten ist. Also ich habe mir nichts gesteckt und auch nichts eingeschnitten, sondern ich habe mich einfach gemütlich hingesetzt und habe hier in der Rundung angefangen, habe das so Zentimeter umgeknickt und dann einfach so mit dem Leiterstich zugenäht. Und während des Nähens kann man dann auch immer noch gucken, ob man noch mal ein bisschen Watte nachstecken muss. Also da kann man sich am besten gemütlich hinsetzen mit einer Tasse Kaffee oder Tee und das dann so in aller Seelenruhe ein bisschen polstern. Und dann, wie gesagt, ihr könnt euch das ja auch stecken. Ich habe es halt nicht gemacht. Einfach so eingeschlagen und dann habe ich mir das immer so ein bisschen gehalten und dann mit dem Leiterstich zugenäht. Und das hat bei diesen Kleiderbügeln ganz gut geklappt. Da habe ich noch so ein bisschen Gedöns dran gemacht. Bei mir muss ja immer ein bisschen Gedöns dran sein. Also das ging ganz gut. Einfach dann so unten mit dem Leiterstich zunähen. Und dann ist der Kleiderbügel fertig, es sei denn, man will ihn dann auch noch ein bisschen dekorieren. Also das werde ich jetzt als nächstes machen, dass ich überall noch ein bisschen auspolster, hier oben zum Beispiel und hier unten. Und dann nähe ich das Ganze mit der Hand, mit dem Leiterstich zu. Inzwischen habe ich den Stoff hier zugenäht mit der Hand, mit dem Leiterstich. Das konnte ich nicht filmen, aber mein Mann hat 2, 3 Fotos gemacht. Die setze ich hier mit in das Video ein, dann könnt ihr gucken, wie ich das gemacht habe. Ich habe mich zum Nähen einfach gemütlich hingesetzt, mir den Kleiderbügel so auf die Oberschenkel gelegt und dann mit der Hand zugenäht. Ich habe mir das nicht festgesteckt, aber ihr müsst mal ausprobieren, wie ihr das am besten hinbekommt. Und während des Nähens noch ein bisschen nachstopfen mit der Watte. Und wenn ihr meint, jetzt ist genug Watte drin, dann stopft ihr noch ein bisschen rein, damit der Kleiderbügel wirklich schön stramm gepolstert wird. Dann habe ich hier oben noch so ein bisschen Spitze dran genäht, ein Blümchen aufgenäht und eine Schleife dran genäht und damit ist dieser Kleiderbügel auch fertig. Das sind jetzt keine Kleiderbügel, die man so an die Garderobe hängen kann, um damit eine schwere Winterjacke aufzuhängen. Das sind ja nur diese schwarzen Plastikbügel gewesen, also ich würde die nicht für eine Garderobe, für eine schwere Winterjacke nehmen, aber so fürs Gästezimmer oder fürs Badezimmer oder für meine Sommerkleider wollte ich diese Bügel benutzen, weil meine Sommerkleider, die rutschen von diesen schwarzen Bügeln oft runter und hier halten sie ja dann besser drauf. Ich hoffe, meine Nähidee hat euch gefallen und ihr kommt mit der Anleitung zurecht. Und falls ihr die Bügel nachnähen möchtet, dann wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.